Was geht, Freunde? Willkommen wieder zu einem neuen Vlog. Für mich geht es heute wieder ab nach Oberösterreich. Ja, heute ist Samstag. Normalerweise so Wochenende fahre ich nicht. Ich fahre meistens unter der Woche, aber jetzt ist es so rausgekommen, dass ich am Wochenende wegfahren muss. Und da, wo ich hinfahre, ist Gott sei Dank ist keine große Stadt, aber da werde ich nicht verhungern. Ja, da gibt es genug Restaurants, Döner gibt es dort, habe schon alles nachgeschaut. Und ist auch nicht so weit von Wien, ja. Halbe Stunde von Linz. Muss nicht so weit fahren. Ja. Und jetzt werde ich ein bisschen chillen zu Hause noch. Und ich glaube, 15 Uhr oder so ist mein Zug. Also, es ist gerade 11 Uhr. Ich stehe eigentlich früh auf wegen meiner Arbeit. Ich habe mich schon gewöhnt. Ja, mein Schlafrhythmus ist wirklich gut. Ich muss es beibehalten. Obwohl ich Red Bull trinke, ist mein Schlafrhythmus gut. Das ist ganz komisch. Normalerweise, wenn ich Red Bull trinke, ich bleibe immer voll lange wach. Aber jetzt funktioniert es gut. Ich weiß nicht, Red Bull wirkt anscheinend bei mir nicht mehr. Aber ja, schau mal. Und ich habe mir meine Haare abrasiert. Wie sieht's aus? Also kürzer finde ich ist leichter, ja. Also halt, wenn du lange Haare hast, das nervt einfach. Kurze Haare sind angenehmer. Deswegen habe ich jetzt kurze Haare. Und ja. Und wir werden uns später sehen, würde ich mal sagen. So, Freunde, ich bin endlich angekommen im Hotel. Ich habe richtig Hunger. Ja. Ich bin mir erstmal was zum Essen kaufen gegangen. Und ja, ich bin endlich da. Die Stadt ist auf jeden Fall gut. Hier gibt es Döner, hier gibt es Spar. Der Spar sogar am Sonntag offen. Das ist krass, das habe ich noch nie gesehen. Also ein Spar, das am Sonntag auch offen hat. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, das Zimmer werde ich euch gleich zeigen. Zuerst muss ich was essen und ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. So eine fette Pizza. Das ist so mit Kebabfleisch, Schafskäse, Paprika, was weiß ich, Zwiebel, alles drin. Und eine Cola. Das werde ich mir gönnen erstmal. Ja, wenn man hier reinkommt, sieht man so einen Tisch, da ist nice auf jeden Fall, da kann man essen, da sieht man noch meinen Karton. Und dann ist so eine Ecke mit Bett. Sieht richtig schön aus, finde ich. Da ist ein bisschen unordentlich, tut mir leid. Da ist ein Fernseher. Und ja, die ist ein bisschen komisch eingerichtet. Also das Zimmer, sowas habe ich noch nie gesehen bis jetzt. Und dann, wenn man da geht, hat man halt so Kleiderschrank und sowas. Hier hat man Waschbecken. Und da ist die Dusche. Also ich kann von meinem, Mann, was wollte ich jetzt sagen, Mann? Also ich kann auf mein Bett schauen, während ich dusche. Das ist schon nice, finde ich. Es ist ein kleines Zimmer. Es ist auch voll komisch eingerichtet, aber irgendwie ist es nice, ich weiß nicht. Das hat was. Also 6 Tage hier, easy, kein Problem. Also schönes Zimmer, finde ich. Ja, Freunde, für mich gibt es wieder Essen. Einmal Kalbkebab und Dürüm. Wieso zwei? Weil ich richtig fetten Hunger habe, ja. Und natürlich ein Red Bull. Ja, ich habe heute richtig Hunger, deswegen habe ich mich. Und der Dürüm ist eh klein, also das passt schon, das werden wir schon zerlegen. Für mich ist kein Problem, Leute. Und ja, ich bin hier wie immer am Essen, arbeiten, das war's. Mehr mache ich nicht. Und ich habe gerade gesehen, mein WLAN ist hier. Geht gerade nicht, das ist Krise, weil ich brauche WLAN unbedingt. Und ich muss irgendwie schauen, dass ich jetzt. Weil ich habe Datenvolumen, aber viel zu wenig, ich will die nicht verschwenden. Boah, Freunde, endlich aus heute war wirklich. Heute bin ich sehr müde gewesen, weil heute habe ich früher begonnen zu arbeiten, aber ich hatte dafür auch eine Stunde früher aus. Jetzt werde ich fettes Mittagsschläfchen machen, weil das kann ich mir leisten. Es ist noch früh 16 Uhr. Und ja, ich werde mir jetzt gönnen auf jeden Fall Mittagsschläfchen. Und danach mal schauen. Wie immer das Gleiche, Freunde. Hier gibt es nicht viel zu machen. Und ja, und ich habe mir Dings gegönnt. Vor dem Schlafen Red Bull geht natürlich immer und so. Milchbrötchen. Geht auch. Milchbrötchen hatte ich Bock gehabt. Habe ich mir spontan gekauft. Und ja. Ich bin froh, wenn ich Freitag fertig bin. Ja. Vielleicht ist es sogar das letzte Mal, aber diesmal wirklich. Mal schauen. Freunde, ihr wisst ja, ich mag Baklava. Und ich war jetzt in diese Bäckerei. Und da gibt es einfach Baklava KitKat. Wo ich habe mich verliebt. Und ich habe schon ein Stück probiert. Das schmeckt so gut. Warum gibt es sowas nicht in Wien? Was soll das? Das müsst ihr probieren, ja. Baklava KitKat. Bombe, Leute, richtig Bombe schmeckt das. Und ja, irgendwie zeige ich euch nur Essen. Ich weiß nicht, mehr mache ich ja nicht. Ich tue hier nur Essen. Ich schwöre es euch, sonst mache ich gar nichts. Deswegen, wenn ich in Wien bin, kommt dann andere Videos. Das ist schon, glaube ich, langweilig. Die ganze Zeit essen. Obwohl ich schaue mir gerne solche Videos an, wo Menschen essen. Keine Ahnung wieso. Aber mir macht es Spaß. Na, Freunde, ich bin endlich zu Hause. Also ich bin schon seit gestern in Wien. Nein, nicht gestern. Was rede ich? Nein. Freitag. Seit vorgestern, Mann.
Alzheimer kickt wieder, Leute, bei mir. Seit vorgestern bin ich schon zu Hause. Heute ist Sonntag, ich fahre aber wieder am Dienstag weg. Aber zum letzten Mal diesmal. Wirklich zum letzten Mal. Und ja, nochmal 6 Tage dort und wieder schauen. Nie wieder. Ich glaube, das ist genug. Ich war jetzt monatelang dort und ich habe Sport vernachlässigt, viele Sachen vernachlässigt und das ist genug jetzt, ja. Und ich habe auch zugenommen, also ich bin jetzt nicht fett geworden oder so, aber es sind ein paar nicht so gute Kilos, sagen wir so. Die müssen auch weg. Und ja, heute Sonntag, ich war Fußball spielen, ich bin kaputt, jetzt werde ich ein bisschen schlafen. Dann gehe ich das Wetter genießen. Heute beginnt Frühling, ja, ist richtig schönes Wetter. Ich freue mich schon auf Frühling und Sommer. Und ja, jetzt werden wir erstmal das Wetter genießen und ja, jetzt gehe ich ein bisschen schlafen. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, kann ich nichts machen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.